Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim Winterprojekt 2022. Ganz kurz, ihr habt vielleicht im letzten Video gesehen, dass mein Zylinder angekommen ist, der neue Kolben da ist, alles schick und fertig ist und wir das jetzt quasi zusammenbauen können direkt. Falls ihr das letzte Video nicht gesehen habt, von der TPI gucken, weil das war wirklich lustig. Wir haben den Zylinder von der TPI runtergenommen und haben jetzt den Kolbenfresser angeguckt von dem Ding, wo ja viele gemutmaßt hatten, dass das Ding keinen Kolbenfresser hatte. Tut mir leid, dass ich recht hatte für alle, die da geschrieben hatten, dass ich keine Ahnung habe, aber das ist ein anderes Thema. Da sprechen wir heute nicht drüber. Genau, wir legen also los, bauen den Zylinder jetzt hier ruf und den Kolben ruf und ich habe tatsächlich, weil ich habe dafür mir ein bisschen Zeit genommen, ich habe die Außersteuerung schon zusammengebaut in dem Ding, aber das zeige ich euch jetzt gleich noch. Genau, wir rollen also das Intro rein und dann sehen wir uns hier bei mir auf der Werkbank wieder. Los geht's. So, meine lieben Freunde, da sind wir also schon. Ganz kurz, ne? Wir haben uns heute schon sehr gefreut über den Vertex-Kolben, der einfach so eine geile Scheiße ist. Also wirklich jetzt, Vertex-Kolben. Kauft einfach nicht anders. Ihr spart irgendwie 20 Euro. Das ist einfach definitiv nicht wert. Vertex-Kolben ist einfach die geilste Scheiße. Also, Vertex-Kolben kaufen. Aber jetzt sprechen wir mal über den Zylinder. Wir haben den Zylinder neu bekommen. Und, also ihr seht schon, ne? Schicki und schön, alles neu. Und ich habe die Außersteuerung schon eingebaut. Was ein bisschen struggleig ist, ja, wenn man die eh mal komplett auseinander hatte und die hier zwei Monate auf dem Tisch lag, dann kann das schon mal sein, dass man noch ein oder anderen mal googeln muss, dass man findet, wie das muss. Ihr seht aber, es funktioniert alles. Ne? Hier ist der Aktuator, da kommt quasi nachher diese Kolbenstange ran vom Motor und die drückt die dann auf und zieht sie auch wieder zu. Tatsächlich musste ich mir hier ein bisschen ihn wegspielen und zwar ist hier so eine bekloppte Feder. Seht ihr die Feder da? Ich habe mir das auf einem Bild angeguckt, das soll so sein, wie es jetzt ist. Und tatsächlich ist hier eigentlich so ein Langloch. Ne? In dem unteren Blech, seht ihr das? Da ist so ein Langloch. Und die einzige logische Erklärung, warum da eine Feder dran ist, ist eigentlich, dass dieses Langloch, dass man quasi, wenn hier zu viel Druck entsteht, dass die, also von der Kolbenstange, dass sich mit der Feder das Ding nach oben ausrücken kann. Jetzt sollte das Ding hier aber irgendwie mit 7 oder 8 Newtonmeter festgezogen werden. Und ich sage euch, wenn das fest ist, dann bewegt sich hier gar nichts mehr. Haben wir jetzt einfach so gelassen, das hat sich vorher auch nicht bewegt, also die nehmen wir jetzt mal an, dass das so soll. was soll ich euch sagen, ja? Also ich denke nicht, dass sich das jemals bewegt hat und jetzt wird sich das auch einfach nicht bewegen. Das Schöne ist, sollte man hier an der Außersteuerung was falsch gemacht haben, kommt man im eingebauten Zustand durch den Deckel, der hier vorne drauf ist, auch wunderbar wieder ran, um das nochmal auseinanderzunehmen. Das ist also auch im eingebauten Zustand nicht der große Struggle, das wieder zusammenzubauen. Neue Zylinderkopfdichtungen sind dabei, die hatten, weil der Zylinder, ihr seht ja, der sieht aus wie neu, der ist wahrscheinlich Glasperlen gestrahlt oder sowas. Finde ich ganz nett, dass sie das gemacht haben. Auf der anderen Seite passt er jetzt nicht mehr so gut zu meinem dreckigen Motor. Genau, und dafür haben sie die Führungsbolzen. Ich glaube, die heißen so. Tobi, heißen die so? Die Führungsbolzen? Ja, alles klar. Das hier sind Passstifte. Passstifte. Diese Passstifte, ja, die haben sie dafür rausgezogen. Die muss man wieder reinhämmern. Das geht aber alles. Zylinderkopf ist auch schicki, habe ich schon mal eben ein bisschen sauber gemacht. Dann nehmen wir uns jetzt gleich noch von Rock Oil, eine SOC Cleaner. Das ist ein Reiniger auf Kerosinbasis. Genau, das ist ein Reiniger auf Kerosinbasis und damit kriegt man genau solche Ablagerungen, die am Zylinderkopf noch dran sind, nämlich wunderbar weg. Das heißt, den jauchen wir jetzt noch ein. Und dann können wir das Ganze schon zusammenstecken. So, meine lieben Freunde, da haben wir es also schick und fertig zusammengebaut. Da fehlt natürlich noch was, darüber sprechen wir jetzt. Das haben wir ja im letzten Video besprochen und zwar liegt er hier noch komplett zerlegt, mein Starter. Und zwar sind die neuen Kohlen angekommen, die sind hier. Und wie ihr jetzt hier gerade wunderbar sehen könnt, das hätte mir eigentlich auch auffallen können, ja. Das ist ein bisschen schwierig mit dem Anlöten, weil, seht ihr das, dieses Gewebe, also quasi die Leitung, die ist hier etwa, ich würde sagen, 3,5 oder 4 Quadrat. Und die ist halt einfach zu dünn. Also die Leitung, ne, die da dran ist, die ist einfach zu dünn, dieser Kupferdraht. Das heißt, die werden nicht funktionieren. Da werden wir einfach nicht genug Last übertragen können über diese dünne Kabelchen. Und deshalb habe ich mich jetzt dann doch tatsächlich entschieden, von Enduro 365, nicht gesponsert, diese Teile zu bestellen. Und zwar ist da dieses Ding dabei. Der Halter, der war bei mir gebrochen, den habe ich jetzt geklebt. Hätte ich mir quasi sparen können. Hätte aber wunderbar funktioniert. Also wenn das mit den Kohlen funktioniert hätte, so
wäre das in Ordnung gewesen. Ich habe auch rausgefunden, warum der gebrochen ist. Und zwar, weil der Starter mal eine bekommen hat. Das sieht man da wunderbar. Das ist das Casing, so ein kleines Stück gebrochen. Das ist aber nicht so schlimm, weil da quasi diese Welle drauf sitzt. Normalerweise, also hier ist das Lager. Das lassen wir einfach so. Ich habe jetzt einfach mal, wie gesagt, das Ersatzteil bestellt. Da ist das Ding dabei und diese Dinger dabei und die Federn dabei. Und ich glaube, das Ding ist auch dabei. Und dann können wir den Starter quasi so reparieren, wie es im Originalzustand dann ursprünglich mal war. Das ist also die Geschichte zum E-Starter. Das kommt normalerweise morgen an. Ich guck mal, das kriegen wir bestimmt noch in dem Video hier untergebracht. Ansonsten ist dieses große Loch da unten, da wo der Starter drin gehört, der einzige Grund, was uns jetzt abhält, den Motor einzubauen und das Motorrad fahrfertig zu machen. Das ist ein bisschen schade. Wenn das mit den Kohlen funktioniert hätte, dann könnten wir das Ding jetzt quasi heute zusammenbauen und morgen direkt die erste Runde drehen. Das machen wir aber nicht. Ich gehe davon aus, dass diese Ersatzteile morgen kommen und dann können wir dann morgen den Starter drin hängen und das werde ich hier in dem Video noch für euch mitmachen, dass sonst ist das Video zu kurz, ne? Genau, jetzt ist ja das Top-End oben drauf. Das heißt, wir haben jetzt wieder Kompression. Wir könnten jetzt theoretisch die Kupplung auseinanderbauen. Was ich eigentlich gerne machen wollen würde, weil ich habe noch Ersatzteile für die Kupplung. Die liegen dort. Also die, seht ihr diese Gummipuffer, die schwarzen? Die müssen an dieser Kupplung getauscht werden. Ja, das machen wir jetzt einfach. Bauen wir auseinander und gucken uns das Ding mal an. So, wie ich schon gesagt habe, diese Gummipufferchen hier, habt ihr gerade gesehen, ich habe die Kupplung komplett zerlegt. 2, 4, 5, ich glaube, einer fehlt noch. Da unten liegt da. 6. So, da sind 6 so eine Gummipuffer drin. Und ich habe gerade schon Rest rausgefunden, was ich falsch gemacht habe, als ich das letzte Mal zerlegt habe. Und zwar ist das Ding zweigeteilt. Der innere Teil kommt hier raus, da ist er. Und da unten sitzen die Gummipuffer. Und das ist genau das, was wir jetzt tauschen werden. Hier kommen jetzt die Gummipuffer raus, die alten. Und die neuen drin. Und dann bauen wir das auch schon wieder zusammen. Also relativ simpel, die ganze Nummer. Da sind sie. Seht ihr die? Mann, komm schon. Da ist er, der alte Gummipuffer. Und der wird jetzt einfach getauscht. Gegen den neuen. Jo, die stecken wir jetzt da drin. Na, sag mal, was ist denn mit meiner Kamera? Los jetzt hier. Ja, das sind die alten. Und da sind die neuen. Na dann mal los. So, die Gummipuffer sind getauscht und man merkt jetzt schon, das geht hier ja nicht mehr raus, weil die Gummipuffer, die alten, die waren schon komplett gebrochen zum Teil und jetzt ist hier wieder richtig Vorspannung drauf. Jetzt können wir das einfach wieder zusammensetzen und wenn wir das zusammengesetzt haben, dann können wir schon alles wieder ordentlich zusammenbauen. Dann haben wir das schon mit Kupplungsgedöns. Bis auf den E-Starter haben wir alles fertig. Ich bin ja ganz begeistert. Wie gesagt, der E-Starter kommt morgen, beziehungsweise die Bürsten dafür. Hier wollte ich euch zeigen. Die war so ja schon durchgebrochen hier, dieser Yumi-Mitnehmer. Und ja, war total krass. Der Kupplungskorb ließ sich im Grunde genommen total leicht auseinanderbauen und hatte auch schon ein bisschen Spiel. Und jetzt war das so, das habt ihr vielleicht auf dem Video gesehen, als ihr das von oben beobachtet habt. Jetzt musste ich das Ganze mit dem Schlagschrauber zusammenballern. Also da war jetzt richtig, richtig Saft drauf und der war vorher halt ja nicht da und deshalb haben wir jetzt wieder, zumindest theoretisch, sollte die Kupplung jetzt wieder so funktionieren wie am ersten Tag. So, soweit der Plan. Jetzt ist tatsächlich, bis auf die Leitung und den Nehmerzylinder, ist jetzt alles neu an der Kupplung. Wenn die jetzt nicht arbeitet wie neu, dann kotze ich im Strahl. Dann tausche ich noch den Nehmerzylinder wahrscheinlich, aber ich habe auch keinen Bock mehr. So, meine lieben Freunde, das Paket ist angekommen und was man da bekommt, für mit Versand irgendwie 45 Euro ist schon ja nicht mal so viel und vor allem ist es nicht mal das gleiche Teil, aber es ist dem Teil sehr ähnlich und zwar ist das eigentlich dieses Kunststoffteil für die Viertakter, was aber egal ist, da sind halt jetzt 2 Steckplätze mehr für Kohlen, die brauchen wir aber nicht beim Zweitakter. Genau, also es ist dieses Plastikteil, was ich nicht gebraucht hätte, weil meins ist noch in Ordnung. Das Einzige, was ich wirklich gebraucht hätte, waren die beiden Kohlen.
und diese Anschlüsse. Und das jetzt für irgendwie 45 Euro. Fand ich jetzt nicht ganz so günstig. Aber da sind wir uns wenigstens auf der sicheren Seite, dass das am Ende funktioniert. So, das stecken wir jetzt einfach alles wunderschön zusammen wieder in den Starter. Und dann könnt ihr das schon losgehen. So sieht das Ganze aus, wenn es fertig ist. Ich habe hier schon mal noch ein bisschen Fett in diese Buchse geschmiert. Und seht ihr, diese Kohlen, die stehen jetzt wieder wunderbar hier raus und werden mit der Feder auch wieder nach oben gedrückt. In einem Moment. Seht ihr das? Diese Kohlen stecken jetzt hier wieder drin und gucken auch wieder weit genug raus und werden von den Federn wieder nach oben gedrückt. Am Ende dagegen, gegen den Motor. So, das stecken wir jetzt zusammen und dann sollte das schon funktionieren. Relativ einfach. Scheiße, ich habe mir gerade solche stehen Daumen eingeklemmt, als der Motor sich weggedreht hat auf diesem geilen Motorständer. Ah, so war das natürlich richtig, richtig unschön. Ah. Ja, kennt ihr das, wenn ihr so auf die Zähne beißen müsst, weil das wehtut wie Sau? Genau dieser Moment ist gerade eingetreten. Ah, scheiße. So, jetzt stecken wir das Bendix darin und dann kommt schon der Motorseitendeckel drauf und dann wartet für uns heute. So, da ist auf jeden Fall noch hier noch Fett dran. Hier vorne machen wir gleich noch Fett dran, beziehungsweise das machen wir auf den Deckel. So, Mann, tut die Pfote weh. Halt die Frau fest. Junge, Junge. So sieht das aus, das fertige Motorenpaket. Sehr schön. Wir sind also ready zum Einbau und das ist genau das, was wir jetzt tun. Wir nehmen uns jetzt unser Chassis und unseren Motor und führen eine kleine Hochzeit durch. Also, los geht's. So, ich habe da unten den Starter verkabelt, da geht das Kabel lang, hier unten runter durch und da zum Starterrelais. Wunderbar. So, ich bin ein bisschen aufgeregt, ich habe extra schon mal die Zündkerze rausgeschraubt. Ihr seid jetzt live dabei, ich bin wirklich ein bisschen aufgeregt. Also wenn ich jetzt auf den Starter drücke, müsste das Ding theoretisch einfach den Motor drehen. Moment. Geil. Läuft, 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 läuft. So muss das sein. Bereits in dem Prequel zu dieser ganzen Geschichte hier, zu dem Projekt erzählt, hat Zapptechnics nochmal schön ihn rausgehauen, und zwar diesen Schutz für den Kupplungsnehmerzylinder, und den packen wir jetzt erstmal aus und gucken mal, wie das ganze Ding aussieht. Introductions. In English, of course, and a nice sticker. Here we go with a nice sticker and the introductions. I'm pretty sure it could be very easy to mount this. Ja, okay, ist klar. Hinten ab die Geschichte weg. Ja, der wird da einfach nur angeschraubt an dem oberen, was ist das hier? Ihr wisst, was ich meine. Da, wo die Kette quasi lang schläft, dann wird das Ding oben drüber geschraubt. Also relativ simpel. Okay, na dann. Kicken wir uns doch mal an,
wie wir das Ganze zusammenbauen hier. Ich glaube so ja, dass die Original-KTM-Teile wegbleiben und man dafür, ja, genau so sieht es aus, dieses Ding hier verbaut als Kettengleiter. Und als Zwischenstück kommt dieses Alu-Teil dahin. Na denn, kicken wir doch mal. So, das sieht ja schon fast wieder aus wie ein Motorrad. Wunderbar. Was fehlt uns? Uns fehlt die Kette, die Rahmenschützer, Motorschutz, den lasse ich aber noch ab. Öl. Und dann kann hier schon Tank und Sitzbank ruf. Und dann können wir morgen das Ding, wenn es denn wieder hell ist, endlich starten. Wir gucken mal wieder auf den Tacho. Es ist kurz vor 2. Ich muss um 7 aufstehen. Deshalb gehe ich jetzt ins Bett. Jungs, gönnt euch Rock Oil, ist in der Videobeschreibung verlinkt, wie immer, mit LK10, 10% Rabatt und so. Gönnung. So Jungs, ich habe mich mal wieder, wie so oft ist, entschieden, doch das Motorrad noch zusammenzubauen. Wir sind ready und das ist einer der Momente, auf die ich mich immer sehr, sehr freue. Und deshalb nehme ich den jetzt auch extra auf mit dem Elektronvergaser. Ach ja, vergessen, ist Reserve. Ja, einer der geilsten Momente überhaupt, wenn man einen Elektrovergaser fährt, ist das hier. Oh yes. Sexy. Also, dass es so einfach werden würde, hätte ich nie gedacht. So, meine lieben Freunde, da sind wir. Also, ich bin wirklich mega erstaunt, weil, also, ich habe einmal getreten und ich sofort angegangen. Dann habe ich bloß den Schock und das stand ja, also den Schock gezogen, dann stand ja angemacht, nochmal getreten, Moped läuft. Wer hätte das gedacht? Also, wirklich, ich weiß, ich denke, ich wirke mal relativ kompetent. Aber es ist auch trotzdem, egal was ich auseinander und zusammenbaue, immer wieder ein sehr großes Erfolgserlebnis, wenn ich dann auf den Knopf drücke oder das erste Mal den Kickstarter trete und das dann tatsächlich funktioniert, was ich auseinander und auch wieder zusammengebaut habe. Sehr, sehr befriedigendes Gefühl. Habe ich gerade. Bin also erstmal sehr zufrieden. Ja, Moped läuft und das Video jetzt hier ist wahrscheinlich schon eine halbe Stunde lang, weil wenn nicht so ja noch ein bisschen mehr. Wir haben über tausende von Sachen gesprochen. Als nächstes kommt ein Probefahrtvideo zu dem Motorrad. Wie fährt sich das? Frisch beschichteter Zylinder, nagelneuer Kolben und so ein paar andere Sachen. Dann werden wir erstmal rausfinden, wie der originale Elektron denn mit einem neuen Motor fährt. Dann werden wir mal den neuen Billetron-Vergaser da reinstecken und gucken, wie das fährt. Und dann müsste normalerweise die TPI auch schon wieder fertig sein und dann können wir da die beiden Vergleiche machen zwischen dem Billetron und der TPI. Die sind dann beide auf dem gleichen Stand. Soll heißen, mal abgesehen vom Fahrwerk, sind beide mit neuem Kolben und Zylinder unterwegs. Alles freshly, kommt vom gleichen, von der gleichen Bude der Kolben und Zylinder, wo auch das von dem Motorrad hierher kommt. Also das ist dann ein sehr, sehr ordentlicher Vergleich, weil sie sich im exakt gleichen Zustand befinden, nämlich neu, neu. Genau. Äh,
So, jetzt heißt es erstmal ein paar Temperaturzyklen in den Kolben drin bekommen. Und ich denke, der Zylinder, dem geht es ganz gut. Aber in den Kolben mal ein paar Temperaturzyklen drin bekommen. Also 3-4 Mal warm laufen lassen, so 3 bis 5 Minuten. Ausmachen, abkühlen lassen. Und das machen wir, wie gesagt, 3-4 Mal ungefähr. Und dann können wir eigentlich schon das erste Mal eine Runde rollen. Im Grunde ist das ja aufs Einbaumaß gehohnt. Also 500stel, so sollte das sein. Und wenn was aufs Einbaumaß gehohnt ist, dann muss man das nicht einfahren. Nur so als Info. Das Material sollte aber trotzdem schon mal noch das ein oder andere Mal Temperatur bekommen haben. Also jetzt einen Kicker treten und losfahren wie ein Geisteskranker sollte man völlig nicht. Also ein kleines bisschen, ein paar Temperaturzyklen sollten die schon haben, ehe man so richtig Vollgas gibt. Aber soweit wie jetzt, ich kenne da so Geschichten, da fahren Leute, keine Ahnung, 100 Kilometer lang nur Teillast. 100 Kilometer hat dafür halt keine Zeit für so ein Zeug, schon gar nicht mit einer EXC, da sitzt ja ewig drauf. Und dann fahren sie noch bis 200 Kilometer mit Halbgas und nochmal 200 Kilometer mit ein bisschen mehr Gas und ach, keine Ahnung, also das fällt auf jeden Fall aus, sowas machen wir nicht. Ein paar Temperaturzyklen und dann geht's direkt los auf die große Enduro-Runde, die wahrscheinlich am Samstag schon stattfindet, was natürlich super geil ist. Heute ist, also für euch ist natürlich Sonntag, aber heute ist für mich Donnerstagvormittag. Weißt du, was ich jetzt machen kann heute? Ich kann die kleine bisschen einfahren und gucken. Und dann geht es am Samstag schon noch eine geile Enduro-Runde. Da nehme ich euch selbstverständlich wieder mit der GoPro an der Helmkamera. Und genau, bis dahin verabschiede ich mich erstmal. Freue mich, dass ihr dabei wart hier beim Winterprojekt 2022. Und wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal.